Hallo und herzlich willkommen zum glutenfreien Kinderbackofen. Wir machen heute ein Johannisbeergelee. Dafür brauchen wir 750 Milliliter Nektar in einem großen Topf, ein Päckchen Gelierzucker und die Gläser schon vorbereiten. Die Marmeladengläser habe ich mit kochendem Wasser gefüllt und so dürfen Sie kurz warten, bis ich sie dann direkt verwende. Ganzes Päckchen bitte rein auf 750 Milliliter Flüssigkeit. Ich habe Johannisbeer-Nektar genommen. Einrühren. Bitte einen großen Topf nehmen, wo es nicht überkochen kann. Und jetzt auf starker Hitze aufkochen. Und dann 4 Minuten sprudelnd kochen lassen. Unbedingt dann den Wecker stellen. So, gelegentlich umrühren, man spürt schon, der Zucker hat sich aufgelöst. Vorteil ist, wenn man ein ganzes Päckchen reingibt, ist einfach das Mischungsverhältnis passt von Zucker und Zitronensäure, das einfach in dem Päckchen drin ist. Wenn man nur die Hälfte nimmt, kann es sein, dass man keine homogene Mischung hatte. Gelegentlich umrühren. In der Zwischenzeit werde ich jetzt die mit kochendem Wasser ausgespülten Gläser wieder ausleeren und mir hier schon mal parat stellen. So, also die heiß ausgespülten Gläser habe ich jetzt wieder ausgeleert und umgedreht, auf dem Papier abgesteckt. Immer mit dem passenden Deckel oben drüber, damit ich dann nach dem Einfüllen sofort zumachen kann. So, jetzt fängt es an zu kochen, das heißt jetzt die Uhr auf 4 Minuten stellen. So, die Gelierprobe, ich zeige es einmal. Wenn die Tropfen runtertropfen, ist es noch nicht fertig. Wenn der letzte Tropfen fest bleibt, dann ist es fertig. So, seht ihr, der Tropfen bleibt. Also sind wir fertig. Herd ausschalten und ab in die Gläser füllen. So, seht ihr, der Tropfen bleibt. Also sind wir fertig. Herd ausschalten und ab in die Gläser füllen. So, ich nehme das von der Platte runter. Stellen wir den leicht so schräg hier hin, den Topf. Und dann wird es hier eingefüllt. Verschließen. So, das war's schon. So dürfen die Gläser jetzt vollständig abkühlen und dann sind sie auch schon bereit zum Verschenken für das Muttertags- oder Sonntagsfrühstück. So, und so sieht jetzt unsere selbstgemachte Marmelade aus oder unser Gelee. Ist einfach hier aus dem Fruchtsaft und wenn er dann trocken ist oder abgekühlt ist, dann hält er auch. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben von euch oder ein Abo. Ansonsten ist es eine wunderschöne Sache. Verschenkt die Marmelade jetzt für den Muttertag, für eure liebe Mama. Selbst wenn man sie jetzt gerade nicht besuchen kann, macht ein Päckchen und freut so eure Lieben, überrascht eure Lieben. Es wird jetzt auch noch ein Video geben, wie man selber eine Backmischung herstellen kann zum Verschenken, jetzt vielleicht auch gerade für Muttertag. Und Sonntagsbrötchen, die über Nacht garen. Bleibt also dran, es bleibt spannend. Bis dann. Tschüss. Au nuno.